Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In dieser Ausgabe schauen wir uns ein weiteres Fahrzeug aus dem Autopass an, und zwar den 1993er Porsche 968 Turbo S. Dieses Fahrzeug ist nicht nur in der Porsche-Historie so besonders, weil es der direkte Nachfolger des Porsche 944 ist, welcher wir uns ja auch schon in den verschiedensten Forza-Spielen, aber auch in anderen Spielen hier auf dem Kanal angeschaut haben. Nein, der 968 bildet auch tatsächlich der Schlusspunkt der Transaxle aufgebauten Porsches. Transaxle, ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Das heißt, der Motor befindet sich an der Front, das Getriebe allerdings auf der Hinterachse. Und damit hat man versucht, oder beziehungsweise das ist der generelle Sinn eines Transaxle-Aufbaus, man versucht, das Gewichtsverhältnis möglichst neutral zu halten. Und das ist auch natürlich beim 968er Porsche ganz gut gelungen. 51% Gewichtsverhältnis an der Front, 49% logischerweise dann auf der Hinterachse. Und das sollte halt das Fahrzeug sehr, sehr neutral machen, gerade in der Kurvenfahrt und vor allem auch sehr sportlich. Natürlich stellt man sich jetzt die Frage, warum hat diese Baureihe geendet? Weil ich meine, gerade 944er Porsche, ein, wie ich finde, neben der 911er-Reihe, eine sehr berühmte Baureihe oder ein sehr berühmtes Modell, der 968, der dann eben den 944 abgelöst hat. Ebenfalls, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Fahrzeug, ein sehr, sehr sportliches Fahrzeug. Aber das Problem war einfach, dass zu große Konkurrenz im eigenen Haus war. Die Baureihe war doch relativ teuer, also gerade für den Kunden relativ teuer. Und deswegen war halt einfach der 911er günstiger und definitiv beliebter. Und dementsprechend wurde der einfach öfters verkauft. Und deswegen war es dann für Porsche irgendwo klar, okay, sie stellen diese Baureihe ein. Ja, wir haben in, wie schon gerade eben gesagt, in den verschiedensten Spielen schon den 944er Porsche angeguckt. Und umso besonders finde ich es jetzt auch, dass wir eben auch mal den 968er Porsche in einem Spiel haben. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir so mit dem machen können. Ich meine, rein optisch betrachtet jetzt, wir befinden uns hier Anfang der 90er Jahre und da finde ich die Designsprache sehr, sehr cool, sehr, sehr sportlich. So eine gute Mischung aus Sportlichkeit und Eleganz. Und man erkennt natürlich auch gerade bei dem 968 direkt, okay, der ist auf jeden Fall verwandt mit dem 944er Porsche. Ist einfach nochmal ein bisschen größer, ein bisschen breiter, ein bisschen bulliger und einfach nochmal ein bisschen sportlicher. So kann man das, glaube ich, sehen. Ja, wir haben hier die Turbo S-Ausführung, die stärkste Serienvariante, die es gab vom 968. Kurz dazu den technischen Daten. Wir haben eigentlich wie bei jedem 968er Porsche einen 3-Liter Reihen-Vierzylinder-Motor. Unterschied natürlich beim Turbo S. Wir haben das Ganze Turbo aufgeladen und damit kommen wir knapp auf über 300 PS. Wie das Ganze so klingt, wie das Ganze sich so fährt, das machen wir jetzt. Wir machen den Soundcheck und danach geht es direkt auf die Teststrecke. Und damit beginnt auch die Runde auf unserer Teststrecke und da möchte ich natürlich dir ein bisschen was über das Fahrverhalten des Fahrzeugs hier im Spiel erzählen. Man merkt natürlich direkt, dass das Fahrzeug jetzt kein extrem moderner Sportwagen ist. Dementsprechend merkt man, dass die Federung relativ weich ist und das Fahrzeug sich schon sehr in der Karosse neigt, nach links, rechts, vorne, hinten. Also so ein bisschen, ich würde sagen, leichtes, schwammiges Fahrverhalten, aber im Vergleich zu anderen Fahrzeugen von der Zeit, die wir hier im Spiel haben, merkt man doch diese extreme Sportlichkeit, eben die
Ausgewogenheit auch an. Also dieses Transaxle-Prinzip funktioniert ja auf jeden Fall. Man merkt halt vor allem, dass der mechanische Grip ein bisschen fehlt bei dem Fahrzeug, insbesondere wenn es dann in diese langsamen Kurven hineingeht, auch beim Anbremsen. Da kann man natürlich einfach nachhelfen, indem man jetzt dann gleich danach im Tuning zum Beispiel was an der Reifenmischung verändert. Und natürlich dieses leicht schwammige Verhalten des Fahrwerks kann man natürlich durch ein besseres Fahrwerk natürlich auch gleich austauschen. Aber insgesamt, wie gesagt, wenn man das so ein bisschen relativiert für die Zeit, wo das Fahrzeug auf dem Markt war, ist es schon sehr, sehr spritzig, sehr, sehr sportlich und hat mir wirklich Spaß gemacht, auf der Teststrecke zu fahren. Ja, vom Leistungsindex bewegen wir uns ja hier bei der A-Klasse, niedrige A-Klasse A716. Lustigerweise sind wir vor einiger Zeit den Nissan 370Z aus dem Jahre 2010 auch schon mal hier drauf gefahren, der auch auf demselben Leistungsindex unterwegs ist, auch 716. Und da war für mich natürlich schon gleich klar, okay, das könnte eine spannende Geschichte werden, denn gerade der 370Z hat sich auch sehr, sehr, sehr gut angefühlt auf der Strecke, wie weit die dann tatsächlich auseinanderliegen, gerade was den Leistungsindex betrifft. Und ein bisschen die Spannung müssen wir noch hochhalten, denn es sind noch ein paar Meter zu fahren auf der Teststrecke. Ich lasse dich mit den letzten Metern alleine und dann gucken wir gleich mal, was für eine Zeit denn tatsächlich rausgesprungen ist. Und da haben wir die Zeit, eine 2:22.318. Und ja, wir gucken natürlich gleich auf den Vergleich. Und ja, wir haben nicht den Nissan 370Z geschlagen oder beziehungsweise die Fairlady Z geschlagen. Aber ja, grob überschlagen, eine halbe Sekunde, sage ich jetzt einfach mal, ist der Unterschied. Das ist also absolut noch im Rahmen. Und dahergehend, auf jeden Fall eine Top-Zeit. Weil, wie schon gesagt, vom Gefühl her hat sich das beim 370 schon sehr gut angefühlt und auch hier hat sich das sehr gut angefühlt. Also ich denke, dem Leistungsindex entsprechend eine sehr, sehr gute Zeit. Und ja, groß viele habe ich eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Zum Fahrverhalten habe ich schon was erzählt. Zum Fahrzeug selber habe ich noch ein paar andere Sachen zu erzählen, aber das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Festival und werden einfach nochmal ein bisschen vielleicht das Fahrzeug kurz angucken im Forza Vista-Modus, denn es gibt ja schon so ein paar Sachen, die doch auch lohnen, mal reinzuschauen. Eben, wie gesagt, der Vierzylinder-Reihenmotor mit Turboaufladung, der knapp über 300 PS leistet, über 500 Newtonmeter Drehmoment. Das ist auf jeden Fall auch schon mal nicht zu verachten für die damalige Zeit. Was natürlich auch sehr schnieke ist, sind natürlich die Scheinwerfer. Wenn man da mal ganz kurz, die sieht man, wie sie hochfahren. Normalerweise, wenn das Licht angeht, fahren die dann so ein bisschen hoch. Eine andere Form eines Klappscheinwerfers, wenn man das so sagen möchte. Und auch vielleicht nochmal, um das Ganze gleich ins Gedächtnis zu rufen, können wir uns ja gleich nochmal einen 944er Porsche anschauen, für die Leute, die damit jetzt nichts anfangen können. Ja, sehr, sehr charakteristisch ist natürlich dieser Heckflügel, den es tatsächlich nur beim Turbo S gab, aber dazu werde ich dann gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Wir sehen auch vor allem insbesondere hier hinten, dass es nur ein Zweisitzer ist, auch das ist sehr besonders bei dieser Modellausführung des 968, aber auch da werde ich gleich nochmal mehr dazu erzählen, denn das können wir auch noch ein bisschen während dem Rennenfahren machen. Ansonsten, ja, sehr aufgeräumt das Ganze, man merkt einfach schon direkt, das ist ein Fahrzeug der 90er Jahre, das ist einfach so, so typisch einfach, also da könnte man jetzt ein Mercedes nehmen, ein Audi, selbst ein Opel könnte man nehmen aus der damaligen Zeit, aus den 90er Jahren, das sind einfach so gewisse Stilelemente, die einfach damals typisch waren. Nicht, dass ich jetzt von der Verarbeitung das alles miteinander vergleichen möchte, aber einfach so gewisse Sachen, so gewisse Stilelemente sind da einfach schon ein bisschen typisch. Und sehr besonders natürlich auch diese Rennsport-Schalensitze bei dem Fahrzeug, auch das in der Turbo-S-Version was ganz Besonderes. Gut, ja, gucken wir uns ganz kurz, bevor wir zum Tuning kommen. Ich finde, man muss sich auch manchmal die Zeit nehmen und manchmal die Fahrzeuge auch mal einfach anschauen, wenn man schon die Möglichkeit hat, so präzise die Fahrzeuge anzuschauen, dann sollte man das doch vielleicht auch tun. Gut, den 944 habe ich jetzt hier einmal umgebaut, aber wir können ja einfach mal den 944 Turbo auch mal, oder dann habe ich nochmal hier eine Serie und dann sieht man auch nochmal, der ist ein bisschen kleiner, das merkt man direkt, ist eben der Vorgänger der ganzen Geschichte.
aber da sieht man mal, was dann so daraus geworden ist. Eben auch hier ja, war das Trans-Axle-Prinzip ganz groß und da waren es halt noch ja, typische Klappscheinwerfer, wenn ich denn es jetzt öffnen darf. Nein, darf ich nicht. Die Motorhaube darf ich auch von so. Zack. Genau. Ja, und wie gesagt, sehr cool, dass wir den 968 eben auch mal in einem Spiel haben. Also ich kann mich jetzt groß gar nicht erinnern, in welchem Spiel wir den noch hätten. Also zumindest mal in der Serie. Kann ich mich kaum erinnern, aber naja, sei es drum. Ich würde sagen, wir tunen ein bisschen. Und ich hätte eigentlich mal Bock, eben kein so allzu verrücktes Tuning zu machen. Also zumindest glaube ich mal nicht, dass ich es vorhabe. Mal gucken mal, wie viel Motoren wir zur Auswahl haben. Wir haben ja ganz schön viele. Ein 3,2 Liter rein, 6 Zylinder, ein 6,2 Liter V8 Motor. Das ist der LS3 Motor. Dann haben wir einen 2,6 Liter rein, 6 Zylinder Twin Turbo. Einen 1,6 Liter rein, 4 Zylinder Turbo Rally. Einen 2,6 Liter 4 Rotor Racing, also das heißt ein 4-Scheiben-Wankelmotor, das ist der aus dem 787B und wir können noch einen 4,6 Liter V8 Hybridmotor einbauen, das ist der Motor aus dem 918 Spider, was natürlich auch sehr geil ist, aber ich würde sagen, wir bleiben einfach beim ganz normalen Motor, wir bleiben auch beim Heckantrieb, ich würde ganz gerne einfach das Fahrzeug punktuell ein bisschen verbessern. Wir könnten tatsächlich einen anderen Splitter vorne anbringen und wir könnten hinten tatsächlich eine kleinere Lippe draus machen, also im Prinzip die Optik des normalen 968. Lustigerweise, das ist einstellbar und das nicht. Gut, man könnte jetzt sagen, okay, das ist ein starrer Flügel, ist nicht einstellbar, aber halt, der Flügel war damals einstellbar. Ja, man sieht ja hier in der Mitte diesen Zwischenflügel, also rechts und links die Halterung und dann das dazwischen und das war tatsächlich einstellbar. Das konnte man regulieren, wie man es eben wollte, deswegen es wäre eigentlich einstellbar, diese Option. Deswegen finde ich das schade. Eigentlich hätten sie es umdrehen müssen, dass man einfach auch sagen kann, okay, nö, ich kann auch den Flügel abmontieren, dann ist es aber auch nicht mehr einstellbar. Finde ich ein bisschen blöd, dass sie das so gelöst haben. Also, ja, das zeigt wieder mal, dass da ja nicht so ins Detail geguckt wird, was Sinn macht und was nicht. So, also, Reifen war ein Thema, was ich gesagt habe, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Sportreifen drauf und ich würde sagen, einfach, weil es einfach auch böse aussieht, machen wir richtig breite Galoschis drauf. 285. Und ich glaube, auch von der Spur her können wir da ein bisschen breiter rausfahren. Kein Problem. Und auch hinten machen wir da ein bisschen raus. Und ja, felgentechnisch, ja, verzichte ich mal auf die Porsche-Felgen. Und ja, ich werde einfach mal wieder ganz, ganz zielsicher BBS-Felgen nehmen. Gerade die, finde ich, passen richtig gut zu dem Fahrzeug, zu der damaligen Zeit einfach auch. Und ja, mache ich jetzt einfach mal drauf. Ich weiß nicht, jeder ist Fan davon, aber ja, ich kenne da nichts. Getriebe passen wir einfach auch mal an. Da machen wir jetzt keine riesen Geschichte draus. Wir wollen natürlich auch gleich noch ein bisschen Rennen fahren. Dann machen wir nochmal eine andere Bremsanlage. Wir legen das Ding nochmal schön tief. Das sieht dann auch schon mal ganz anders aus, das Fahrzeug. Ja, mal ein bisschen hier noch. Und vom Gewicht her können wir auch ein bisschen runtergehen. Ja, das ist schon zu viel, das passt schon ganz gut. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach A800 voll, oder? Gucken wir einfach, was wir jetzt hier noch rein investieren können, um die A-Klasse zu füllen. Wir können vielleicht ja beim Turbolader ein bisschen... Ah, das ist dann schon zu viel tatsächlich. Wobei, lass uns den Turbolader einbauen, dann verzichten wir einfach vielleicht ein bisschen auf Schaltzeit. Dann machen wir halt mal die Kupplung nicht. Ist ja auch okay zu dem entsprechenden Fahrzeug. Machen wir vielleicht in der Antriebswelle noch was. Und vielleicht die Schwungscheibe geht da vielleicht auch noch eine Stufe. Ja, da gehen sogar zwei Stufen. Wunderbar. Dann haben wir doch einen ganz netten Aufbau. Und dann installieren wir das Ganze mal. Wir gehen ganz kurz noch in die Lackiererei, nenne ich es mal. Wir gucken uns ganz kurz mal noch die Serienfarben an. Einfach für die Leute, die das auch interessiert. Schließlich handelt es sich hierbei ja um Autopass-Fahrzeug. Und ich finde, dann lohnt es sich schon mal auch mal hier ein bisschen reinzugucken. Eben in dem Rot ist so die Standardfarbe. Dann aber auch hier in verschiedenen anderen Farben. Auch so das Blau sehr cool. Also da gibt es schon ein schöner Farbauswahl. Ich habe mich jetzt für das Blau entschieden, finde ich ganz cool. Und da lasse ich jetzt auch die Felgenfarbe, finde ich ganz nice. Ja, ich finde, es ist ein schönes Fahrzeug. Klar, ist kein 911er, aber ich finde, da hat Porsche damals auch was Cooles hingestellt. Und ist auch was ganz Besonderes. So fährt sich jetzt auf den ersten Metern erstmal ganz gut. Viele Kurven sind wir jetzt aber noch nicht gefahren. Aber im Prinzip, wir haben eine bessere Reifenmischung, wir haben breitere Reifen, wir haben ein bisschen sportlicheres Fahrwerk und das zeichnet sich natürlich dann auch gleich aus, die Schwächen, die wir hier ein bisschen hatten.
Haben wir nämlich jetzt schon rausgetilgt, einfach nur durch die entsprechenden Teile, die wir angepasst haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach ein kleines Rennen. Und ja, warum nicht, machen wir halt ein kleines Straßenszenenrennen. Ist doch auch okay, muss ja nicht immer entsprechend normales Straßenrennen sein. Wählen wir das einfach mal aus. Und dann kann ich nämlich noch ein bisschen mehr geschichtliche Details zu diesem Fahrzeug erzählen. Gerade zu diesem Turbo S besonders. Also jetzt nicht unbedingt nur zum 968, sondern wirklich zu diesem entsprechenden Modell. Denn der Turbo S war oder ist, würde ich schon fast sagen, eines der seltensten 968er Modelle, die es gibt. Und zwar hatte Porsche die Idee, auch mit dem 968 im Motorsport anzutreten und hat da tatsächlich im Prinzip ein Serienmodell gebraucht, auf was sie aufbauen konnten. Und deswegen haben sie kurzerhand gesagt, okay, wir machen ein Turbo S-Modell. Und davon gab es dann auch noch eine Rennvariante, die nannte sich dann Turbo RS, also für Rennsport. Und dementsprechend war das, ja, man könnte es jetzt Homologationsmodell nennen, aber es ist es natürlich nicht, sondern das ist einfach nur das Basismodell, auf dem eben die Rennvariante aufgebaut hat. Der Motor war dann im Prinzip derselbe. In der Motorsportausführung hatte der aber dann bis zu 350 PS, also nochmal ein bisschen mehr. Da konnte man natürlich durch Ladedruck und so weiter auch nochmal ein bisschen was ändern. Das Fahrzeug hier normalerweise in der Serie so die 1 Bar Ladedruck. Da wir jetzt am Turbo was verändert haben, haben wir jetzt ja hier auch entsprechend mehr Ladedruck. Und das Besondere war halt einfach an dem Turbo S insgesamt, dass er nicht nur ein Turbo aufgeladener 968 war, was der Name natürlich schon sagt, sondern dass er halt einfach auch sehr, sehr viel Rennsport im Prinzip drinsteckt. Und dementsprechend hatten wir auch eben keine Rückbank, was wir ja gesehen haben, deswegen das auch sehr besonders an diesem Modell. Es gibt zwar noch ein 968 CS Modell, das hatte auch auf eine Rückbank verzichtet, aber so wie jetzt auch die Schalensitze hier, der Turbolader, dann eben der Heckflügel, was es auch nur in der Turbo S Variante gab, macht dieses Modell in dieser Ausführung so besonders. Und vor allem hat Porsche auch gesagt, okay, wir bauen jetzt gar nicht so viele von denen, so 50 bis 100 Stück wollten sie bauen. Und dann war es aber tatsächlich so, dass einfach zu der Zeit, wie ich auch eingangs der Folge schon erwähnt habe, einfach ja die Beliebtheit dieser Baureihe gar nicht so groß war. Vor allem die war auch relativ teuer für die damalige Zeit. Und in jener Zeit gab es halt einfach einen 911er Carrera RS 3.8. Und der war halt, ja, was ja Rennsport für die Straße betrifft, beziehungsweise auch im Rennsport selber, einfach viel, viel beliebter. Und auch kostengünstiger im Verhältnis zumindest mal der normale 911er auf jeden Fall. Und dementsprechend die Beliebtheit größer. Und so wurden dann aus diesen geplanten 50 bis 100 Modelle tatsächlich nur 10 Modelle. Und das ist halt krass. Es gibt also quasi diesen Turbo S 968 nur 10 Mal. Und wir haben jetzt quasi ein digitales Abbild davon. Deswegen ist es schon sehr besonders. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Nicht nur, um das nochmal jetzt hier zu revidieren, rückblickend nochmal zu wiederholen, um es so auszudrücken, muss man schon sagen, das Fahrzeug ist schon sehr, sehr besonders. Nicht nur eben der Schlusspunkt dieser Transaxle-Reihe, nicht nur der Nachfolger des berühmten 944, nein, auch gerade eben dieser Turbo S, sehr, sehr einzigartig. Ähnliches Bild war tatsächlich auch bei der Rennsportversion davon, also beim Turbo RS. Der wurde natürlich als Kundenmodell angeboten für die damalige ADAC GT Cup, glaube ich, so hieß das Ganze. Und da war es aber auch ein ähnliches Bild, dass die Kundenteams auch eher auf den 911er zurückgegriffen haben. Entsprechend auch der Carrera RS 3.8, den gab es ja auch als Rennsportfahrzeug, ja, deswegen auch RS. Und auch dementsprechend wurden da auch nicht so viele tatsächlich verkauft bzw. eingesetzt, also auch da leider so ein bisschen auf das Ganze verzichtet. So, wir wechseln zur normalen Veranstaltung, wählen das mal aus, Retro Sports Cars, und dann gucken wir mal, wie wir hier so zurechtkommen. Also ja, eine ganz interessante Geschichte. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Der ein oder andere wusste das sicherlich schon. Der ein oder andere weiß vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Deswegen lade ich auch gerade insbesondere zu so historischen Fakten natürlich dich auch immer dazu ein. Wenn du jetzt tatsächlich gerade was weißt, wo du sagst, hey, das brennt mir auf der Zunge, das hast du jetzt, Ray, gar nicht richtig erwähnt oder nicht ausführlich genug erwähnt, dann schreib es doch gerne in die Kommentare. Ich möchte natürlich euch immer sehr viele Details mitteilen, aber auch zu sehr ins Detail möchte ich auch nicht gehen, sonst wird es, ja, je nachdem vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber gerade so die wichtigsten Details möchte ich euch natürlich immer mitteilen.
Und ich hoffe gerade die Leute, die eben gar nichts über den 968 wussten oder kaum was davon wussten, den konnte ich jetzt ein bisschen, ja, geschichtlich, ein bisschen historisch zu dem Fahrzeug was mitgeben. Ich denke, das ist immer ganz interessant zu wissen, was da so hinter dem Fahrzeug steckt, was das Fahrzeug so besonders macht und vielleicht auch der Grund, warum es jetzt den Weg ins Spiel gefunden hat. Denn das muss man schon sagen, eigentlich ist es meistens so, dass gerade bei solchen sportlicheren Modellen oder historischen sportlichen Modellen auch eine ganz besondere Geschichte dahinter steckt oder beziehungsweise auch eine besondere Seltenheit. Wir haben hier meistens sehr, sehr sportlichen Ausführungen oder sehr seltene Ausführungen und deswegen das dann so als digitales Abbild hier zu haben, ist schon irgendwie cool. Muss ich einfach sagen. Und ja, ich habe mich auch riesig gefreut, als ich gesehen habe, boah, geil, 968, habe ich ja auch schon erwähnt. Ich wüsste jetzt kein Spiel, wo der wirklich drin ist. Zumindest kein moderneres Rennspiel, der in einer Serienform irgendwie vertreten ist. Ich wüsste auch nicht, ob der Turbo RS in irgendeinem Rennspiel vertreten ist, ehrlich gesagt. Also das ist schon cool. Wie gesagt, weil den 944, den sieht man immer wieder mal, auch in den verschiedensten Ausführungen. Vor allem, wenn man halt einfach die ganze Baureihe halt einfach mal nimmt, ne? Angefangen mit dem Volksporsche, der ja damals eben entstanden ist, eben der 914 mit Porsche und Volkswagen, wo ja auch das Volkswagen-Logo mit drauf ist auf dem Fahrzeug, deswegen auch der Name Volksporsche entstanden, sollte ein Fahrzeug sein, was einfach für jedermann war. Daraus eben der 924 entstanden, der dann eben ein bisschen, boah, oder einiges an Audi-Teile mit drin hatte, was dann ja auch ein bisschen verpönt war, weil das halt kein richtiger Porsche war. Und dann eben hat Porsche gesagt, nee, das können wir nicht so stehen lassen. Dann haben sie eben den 944 gebracht, der dann wirklich eine komplette Eigenentwicklung war. Natürlich auch vom Audi-Werk gebaut wurde, aber trotzdem halt von Porsche aus entwickelt worden war, gebaut worden war. Und dann eben der Höhepunkt sozusagen der 968 und auch halt eben der Schlusspunkt dieser Baureihe. Und ja, eine sehr schöne Geschichte, auf jeden Fall. Und wer weiß, wenn das Fahrzeug beliebter gewesen wäre oder diese Baureihe, was dann noch so für Nachfolger gekommen wären. Dann würde es heute vielleicht eben neben dem neuen Elfer eben noch ein zweites Sportwagensegment geben. Ne? Ein größerer Sportwagen sozusagen, wie eben der neuen Elfer. So wie halt, ja, zum Beispiel in McLaren jetzt mit ihren neuen Modellen halt einen kleinen 570 hat und einen etwas größeren 720. So hätte halt vielleicht bei Porsche auch irgendwie was zwischen 911 und 918 Spyder, hätte da halt vielleicht auch dazwischen irgendein anderes Fahrzeug sein können. Und ja, was wäre wenn? Ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Aber so ist es leider nicht gekommen und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal, wenn Porsche sagt, so, wir brauchen jetzt einfach nochmal einen größeren Sportwagen, den wir in Serie produzieren. Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann wieder sowas Transaxle-mäßiges oder Mittelmotor-mäßiges. Man weiß es nicht, wenn sie sagen, nee, der 911er muss Heckmotor bleiben. Ja, man wird sehen, was passiert in Zukunft. Ich bin mal sehr gespannt, wobei Porsche natürlich in anderen Segmenten jetzt erstmal, ja, die Priorität gesetzt hat. Ja, ich meine, Panamera, eine große Sportlimousine, dann eben die kleineren Modelle mit dem 718, also damit gemeint Boxer und Cayman. Dann natürlich auch noch zwei SUVs, ne? Ein großes und kleines SUV mit Cayenne und Macan. Dann kommt eben noch der Taycan, also ein reines Elektrofahrzeug. In dem Segment wird, denke ich, Porsche auch natürlich noch gewisse Modelle bringen. Und hier und da halt doch mal immer wieder mal auch ein Supersportwagen oder Hypercar möchte mit dem 918. Ich denke, auch der 918 wird irgendwann seinen Nachfolger bekommen. Und ja, deshalb zu der Geschichte. Und ich meine, es muss sich halt natürlich auch lohnen. Ne? Also wenn Porsche wirklich sowas machen würde, entweder Richtung Transaxle oder sogar mittelmotormäßiges, also ein größerer Sportwagen als der 911er. Ja, ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen Konkurrenz im eigenen Haus und ob sich das halt lohnen würde. Ich meine, Porsche stellt halt schon doch für einen Sportwagenhersteller doch einen krassen Massen her. Also gerade was den 911er betrifft, wenn man bedenkt, wie oft ein 911er jährlich verkauft wird, da würden sich andere Sportwagenhersteller ja danach lechzen, solche Verkaufszahlen zu haben. Und dementsprechend, ja. Ich glaube, die Entscheidung, die damals getroffen wurde, war rein wirtschaftlich gesehen natürlich sinnig. Jetzt für uns als Automobilfreaks, wir würden es schon irgendwie feiern, glaube ich. Aber klar, sinnig wäre es wahrscheinlich nicht. So, nächstes Rennen.
Und ich muss sagen, der fährt richtig geil. Also, das ist halt echt der Vorteil. Ich habe ja gesagt, vor einigen Folgen, oder beziehungsweise mit Folge 100, mit der sozusagen Jubiläumsfolge im Let's Play, als ich die Teststrecke dazu geholt habe, habe ich ja gesagt, das Ding wird das Let's Play um nochmal 100% bereichern. Für mich persönlich auf jeden Fall, muss ich sagen. Denn das ist halt echt der Vorteil, wenn du eine Teststrecke hast, die einfach immer gleichbleibend ist und du die Fahrzeuge da drüber schickst. Du filterst so schnell und so gut die Stärken und Schwächen von Fahrzeugen raus. Und ich habe jetzt eigentlich genau in den richtigen Punkten das Fahrzeug getuned. Und das Fahrzeug ist jetzt halt, ja, im Prinzip etwas stärker als die Serie. Ja, wir sind von 716 Leistungsindex auf 800er Leistungsindex gegangen und ich erkenne keine Schwäche mehr. Das Fahrzeug ist für diese Stärke oder für dieses Stärkeverhältnis einfach perfekt. Und das ist halt geil. Und ich habe nicht mal was im Feintuning gemacht. Klar, da könnte man jetzt auch noch ein bisschen was rausholen. Aber das ist geil, muss ich einfach sagen, um einfach auch mal auf das Thema nochmal zu gehen. Und ich glaube auch für euch als Zuschauer ist es immer wieder ganz cool zu sehen, okay, wie fährt das Fahrzeug auf dieser Teststrecke? Was für eine Zeit schafft so ein Fahrzeug auf einer Teststrecke? Und das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Natürlich eine interessante Geschichte, was jetzt hier zu dem Fahrzeug oder zu der Folge direkt nichts zu tun hat, aber natürlich zum Let's Play was zu tun hat, ist natürlich unser RTDT-Format, das Tuning-Test-Format. Da haben natürlich jetzt auch ganz viele gefragt, wie geht's denn jetzt weiter? Formular ist immer noch gesperrt. Da werdet ihr die nächsten Tage, ich weiß nicht, ob ihr jetzt dann schon morgen in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen genau, aber ihr werdet auf jeden Fall in den kommenden Tagen eine weitere RTDT-Folge sehen und da werde ich dann im Prinzip auf das Endergebnis eingehen. Ihr konntet da ja abstimmen, das heißt, wenn die Folge jetzt noch kommt, könnt ihr noch ganz schnell abstimmen, letzte RTDT-Folge, wie es denn weitergehen soll mit dem RTDT-Format bezüglich auch der Teststrecke. Es sieht aktuell sehr, sehr danach aus, dass auch die Tunings in der RTDT-Geschichte auf die Teststrecke dürfen und da auch eine Bestenliste nochmal gesondert kommt. Und ich glaube, das wird natürlich das RTDT-Format auch nochmal bereichern, um einfach das Thema Teststrecke nochmal hier abschließend zu behandeln. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier mal auf das Rennen. Wir haben uns relativ easy hier an die Spitze gekämpft, wie auch in den anderen Rennen. Ja, und das Fahrzeug macht einfach, wie gesagt, einen super Job, macht super viel Spaß zu fahren. Ja, mit dem Turbolader ist natürlich auch ordentlich Dampf dahinter, also ordentlich Drehmoment, der damit halt generiert. Ja, und falls sich jetzt der ein oder andere fragt, gab es denn auch noch ein normales Turbo-Modell? Nee, gab es natürlich nicht. Also das S stand halt natürlich schon für Sport direkt. Neben die Rennversion war halt dann der Turbo RS. Und dann gab es eben noch den normalen 968, den CS noch. Die allerdings nicht mit Turbos versehen waren, logischerweise. Weil bei Porsche war es halt lang so, wenn Turbo draufsteht, ist Turbo drin. Wenn nicht Turbo draufsteht, ist kein Turbo drin. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber man konnte trotzdem immer davon ausgehen, wenn Turbo bei einem Porsche-Modell dabei steht, dann ja, hat das Ding auf jeden Fall ordentlich Leistung und könnte mit unter anderem die stärkste Version sein. Ich glaube, bei den 911ern ist es eigentlich nach wie vor so. Der Turbo, beziehungsweise der Turbo S, ist nach wie vor eigentlich das stärkste Modell, Ausnahme natürlich der GT2 bzw. GT2 RS. Jetzt in der letzten 911er Baureihe gab es ja gar keinen normalen GT2 mehr. Es gab nur den RS und auch nur bei der Facelift-Variante. Mal gucken, wie es jetzt beim 992 ist. Ob da auch ein GT2 RS erst mit dem Facelift kommt oder schon direkt mit dem 992 und ob es überhaupt vielleicht einen normalen GT2 wieder gibt oder ob sie sagen, nee, wir machen gleich den RS. Da gibt es ja viele Gerüchte mittlerweile auch schon. Aber da würde ich einfach sagen, abwarten. Was es auf jeden Fall safe geben wird beim 992, 911er, ist ja, ein Turbo und ein Turbo S. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir ein GT3 und GT3 RS sehen werden. Und ja, viele solcher Dinge.
Und ich bin vor allem insbesondere in der 992-Baureihe, auch wenn das Thema wahrscheinlich eher zum letzten Video besser gepasst hätte, wo wir uns den 992 angeguckt haben. Aber ich bin sowas von gespannt, einfach auch auf die Rennmodelle, die mit dem 992 entstehen, eben 992 oder 911 GT3 R, also der GT3, die GT3-Version davon, könnte eine interessante Geschichte werden. Auch, denke ich, ein neuer RSR wird kommen, bin ich mir auch ziemlich sicher, der auf der 992er Baureihe aufbauen wird. Also, ja, ich glaube, das könnte eine interessante Geschichte werden, wie sich das alles noch entwickelt und was da für Modelle und so weiter noch drankommen. Aber wir haben natürlich in der heutigen Folge uns den 968 angeschaut, ein wirklich wichtiges Stück der Porsche-Historie. Und insbesondere eben dieses Turbo S-Modell, ein super, super seltenes Modell, ein Modell, was eben nur 10-mal gebaut wurde. Ich kann mich da nur nochmal wiederholen, weil es leider ja nicht so beliebt war damals. Ich glaube aber, die wenigen, die einen gekauft haben und die noch einen guten Zustand haben, ja, der Wert ist jetzt natürlich deutlich gestiegen, würde ich einfach mal behaupten. Und ja, was hoffentlich auch deutlich gestiegen ist, ist deine Lust auf weitere solcher Folgen, wo ich auch ein bisschen mehr, gerade bei diesen historischen Fahrzeugen, über die Fahrzeuge erzähle. Und ja, wenn dir das gefallen hat, dann gib doch gerne ein Däumchen nach oben auf dieses Video. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn du vielleicht noch kein Abonnent bist bei diesem Kanal und kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne den Kanal, aktiviere auch gerne die Glocke, um eben nichts mehr zu verpassen. Und gerade insbesondere, was die Abonnenten angeht oder beziehungsweise Abonnieren angeht, wir haben aktuell, glaube ich, ein wahnsinniges Tief. Es gibt ja auf YouTube immer so eine Statistik, wo man sieht, wie viele Zuschauer tatsächlich Abonnenten sind und wie viele halt eben nicht. Und ich glaube, so tief war es noch nie. Wir haben quasi, unsere Zuschauer haben nur zu 30% abonniert. Das ist echt krass. Also wenn jetzt ein Video 100 Klicks hat, dann kann man davon ausgehen, dass nur 30 Leute von diesen 100 Klicks oder von diesen 100 Zuschauern nur abonniert haben. Deswegen, ja, wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch. Ist ja, tut ja nicht weh und kostet ja auch nichts. Ne? Einfach das auch nochmal vielleicht erwähnt haben. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das soll es gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ob die nächste Folge dann RTDT ist oder nochmal vielleicht eine Meisterschaft hier aus dem Sommer. Lass dich aber überraschen, was kommt. Vielleicht kommt auch eine TÜV-Folge, also unser Auto-Wunschformat. Und vielleicht ist auch nochmal zu erwähnen, das habe ich ganz vergessen, wollte ich eigentlich am Anfang der Folge sagen. Ja, das TÜV-Format wurde resettet. Das heißt, wenn ihr einen Wunsch in den letzten Tagen abgesendet habt, dann könnt ihr jetzt erneut wieder was wünschen. Und vor allem, noch viel wichtiger, das Fahrzeug, wie eben diesen Porsche 968 oder der 992-911er, ist jetzt eben Formular eingepflegt. Genauso die ganzen Mitsubishis sind mit drin und auch die kommenden Autopass-Fahrzeuge sind im Formular jetzt mit eingepflegt. Und deswegen kannst du dir jetzt entsprechend das Ganze wünschen. Ich bin jetzt aber raus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, gib gerne ein Däumchen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Da würde ich mich drüber freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao.